Hallo Leute, hallo YouTube, Atzen jetzt hier. Donnerstag, kurz vor 10, in 2 Tagen zur Uhrzeit sollte die EM in Dublin anfangen. Ich warte jetzt hier auf meine S-Bahn Richtung Hauptbahnhof Halle und dann geht es da im Bus mit Max Richtung Berlin zum ZOB und von dort aus müssen wir dann noch eine Stunde ungefähr nach Schönefeld zum Flughafen. Da treffen wir dann die ganzen Heldenweltleute aus Magdeburg und die ganzen Family Force Leute, CCGler sind auch dabei. Also das wird so ein Ryanair Yugi Airplane, was auch immer. Wird richtig geil, denke ich mal. Und dann sind wir heute Abend, glaube ich, gegen 19 Uhr in Dublin auf dem Airport. Brauchen dann eine ganze Weile bis zum Hotel, weil der Airport halt nicht gleich in der Innenstadt ist. Aber das wird sich auch gemütlich. Und ja, unser Apartment 56, also nennt sich das, liegt fast also in der nördlichen Innenstadt, dann der alten Post. Ich war ja vor 4 Jahren schon mal mit einer Schulklasse, mit meinem Abi-Jahrgang in Dublin und kann den Leuten vielleicht so einiges noch zeigen. Ich freue mich, endlich geht's los. Und Kamera ist dabei, 120 Minuten Ladezeit habe ich, also Aufnehmzeit. 2 SD-Karten für 2 Stunden und das muss reichen. So, willkommen in Berlin. Max habe ich eingesammelt am Bahnhof. Ja, ja. Und Jens hier hätten wir auch fast eingesammelt. Der hat nämlich seinen Bus nach Magdeburg verpasst. Ich dachte, der wäre nicht mehr in den Bus reingepasst. Ach, sei nicht so böse, Mann. Und jetzt sind wir in Berlin angekommen, 13 Uhr. Erstmal schön Döner essen, wie sich das so gehört hier in Berlin. Und ein paar Bierchen geholt und jetzt haben wir noch Aufenthalt 3 Stunden hier an dem See. Guckt euch mal die Entchen nach vorne an. Eine Stunde. Ja, eine Stunde bleibt man hier. Ist das nicht schön? Schönstes Wetter. Und ja. Was erwartest du das Wochenende? Gucken, du weißt es nicht. Ich erwarte Bier und Whisky. Keine Ahnung, mal schauen. Gut. Noch was? Ja, mittlerweile 6 Stunden unterwegs. Gleich am Schönefeld Flughafen. Schon irgendwie müde gerade. Und Max? Ja, geht schon. Geht schon. Alles klar. Gleich treffen wir die anderen. Und dann geht's endlich los im Flieger. Willkommen in Dublin. 2 Stunden Flug sind vorbei. War sehr angenehm. Und nun? Jetzt hier erstmal raus aus dem Flughafen. Ich weiß gar nicht, darf ich ja schon filmen? Ich mach's einfach. Yu-Gi-Oh! Macht Spaß und ist fair. Hier habe ich den deutschen Meister von 2015 am Bord. Erzähle, was erwartest du für das Wochenende? Lustiges Wochenende. Wirst du Europameister? Natürlich. Ja, das gibt keine Einstellung. Andere Option. Das ist der Vater vom Europameister. Und ich muss erstmal sagen, nach 13 Jahren mal wieder geflogen. Ist ganz interessant. Tut nicht weh. Macht sogar ein bisschen Spaß. Jo, wir sind jetzt eine 10-Mann-Gruppe hier, hauptsächlich Berliner und Max und ich. Familie Rötz geht ins Noble Hotel zu den Judges, richtig? Richtig. Wer bezahlt das? Konami. Ja. Wird man schon neidisch. Und wir haben unser Apartment 56, ziemlich im Nordzentrum. Und dann haben wir jetzt hier den Dave Carbert, Alexander Hulsch, Peter Heine, Wassi Adler, Max. Ihn und mich. Das sind irgendwie 8 Leute, glaube ich. Ach, CJ ist noch dabei, genau. Auch! Jo. 7 Minuten! 700 hat im Morgen. Wir können 700 nehmen. Ich blicke aus Dublin. Ich melde mich später wieder. So. Hallo Dave! Wir sind in Dublin. Wir haben es überlebt. Wir sind nicht abgestürzt. Da ist CJ. Dahinter ist Alex. Den sieht man gerade so schlecht. Hallo Alex. Da ist Rusty. Da ist Christian. Da ist Peter Heiner. Hallo. Und keine Ahnung, wo der Herr Rütz ist. Ich weiß gar nicht, wo der Herr Rütz ist mit seinem Sohn. Der Sohn ist da. Ah, der Kleine ist hier. Hallo Pascal, hallo deutscher Juniorenmeister. Hallo YouTube. Bald und Europameister. Bald Europameister und wie ihr sehen könnt, in Dublin ist Linksverkehr. Mir wird schon Angst und Bange, wenn ich jetzt sehe, wie die Leute fahren. Aber wir haben jedenfalls erstmal den Abendplan, dass wir jetzt in die Stadt fahren, dann holen wir uns was zu essen, weil wir müssen ja, wir sind in einer Ferienwohnung, wir können also selber kochen und so. Holen uns erstmal für das komplette Wochenende ein bisschen Vorräte und dann gehen wir direkt vom Einkaufsmarkt erstmal in unsere Location. Da wo wir wohnen, nicht in die Jugendlocation. Heute Abend ein ruhiger Abend oder je nachdem ein Bar in Beville und dann im Nachhinein schlafen und morgen geht's ja dann los. Genüss! Genüss! Ich werde auf jeden Fall
dann nochmal im Laufe des Abends versuchen, was zu filmen oder auch Jens. Ah, der Jens ist richtig gejetlaggt, der ist richtig fertig. Der hat gekotzt, Jens hat gekotzt im Flugzeug. Jens, wir trinken zusammen Guinness, habe ich gehört. Der Newcastle bitte. Jens, warum hast du im Flugzeug gekotzt? Ja, weil es mal Spaß gemacht hat. Was hättet ihr sehen müssen? Jens, saß du neben mir, ist das am Fenster, daneben Jens und Jens immer nur mal so kurz, ganz kurz uns rausgeguckt und dann gleich wieder weg. Ich war sogar in der Höhe immer auf dem Klo. Ne? Ja. Das wollte ich schon immer machen. Also ist dein Code jetzt 80.000 Meter in Tiefe gefallen? Nein, nicht 80.000, 8.000 Meter. 80.000 Meter. Das ist das. Jens, deine Scheiße fliegt gerade in der Umlaufbahn. Oh mein Gott. Ich freue mich auf das. Ja, ich mich auch. Online. Oh mein Gott, das ist gerade dazugekommen. Wir haben noch Andi eingesammelt, haben unterwegs getroffen. Der ist in einem anderen Hotel, aber er wollte jetzt zum Abend noch mal mit uns zusammenbleiben. Wir wollen noch vielleicht noch was essen gehen und wir wollen noch ein bisschen testen. Und man sieht, die Asiaten sind natürlich unter sich. Xi Jing hat Instant-Nudeln dabei und Andi ist gleich richtig begeistert. Oh geil, Instant-Nudeln. Und heute Abend gehen wir noch ein paar. Jo, mal gucken. Ich habe uns gerade ein bisschen gemütlich gemacht. Und wir werden uns erstmal hier in Ruhe einchecken und Lagebesprechung machen. Guten Abend, Leute. Donnerstagabend, wir waren noch beim Italiener essen. Und jetzt muss ich euch mal zeigen, was hier in unserer WG abgeht. Der Andy Mock, unser Hongkong-Spieler, ist wieder dabei. Und der diskutiert gerade in der Mitte, was hier so abgeht, wenn Negro-Spieler sich unterhalten. Warte, ich geh mal rüber zu denen. Oh, jetzt beobachten wir hier von den. Also in der Mitte ist Andy, Dave, Siegling, Max da hinten, Wasti. Die diskutieren hier gerade alles aus, was man dann am Wochenende spielen sollte. An Jin Orts und an Kung Nye Mei oder nur Cycle oder so. Das Interessante ist, eigentlich können hier alle Deutsch sprechen, das ist oft Andy. Und auf einmal können sie alle umswitchen, weil sie ja mit ihm reden wollen. You have to go pretty fast into Arkmage. Das wird hier wahrscheinlich noch die ganze Nacht zu gehen. Machen wir mal gleich einen Rundgang. Unsere Eingangstür. Bad, naja, überschaubar. Schlafzimmer Nummer 1. Schlafzimmer Nummer 2 und Schlafzimmer Nummer 3, so ein bisschen größer. Und dann halt das Wohnzimmer mit Küche noch nebenan. Ja, es ist gemütlich, es reicht aus. Vor allem ist es alles stadtnah. Du hast hier einen Haufen Fressbuden, du hast die Location 20 Minuten weiter weg. Und mal gucken. Heute werde ich nicht mehr spielen, ich gehe gleich ins Bett, war ein langer Tag. Heute früh noch Bestellung gemacht, dann die 6 Stunden Fahrt mehr oder weniger bis zum Flughafen. Morgen geht's dann weiter. Tag 2 startet. Dave, wir haben es jetzt kurz eine 9:30, ne? Ja, ich hab schon. Oh. Ja. Wir haben hier gerade auf unserem Flur eine Feuerlöscher angeguckt. Da hast du gesagt, der läuft jetzt ab. Ja. Oh war ja. Und unsere Herberge hier hat ja auch keine wirkliche Treppe außer ein Exit da vorne. So, Max ist schon mal losgelaufen zum Andy. Den sehen wir erst heute Abend wieder. Hat keine Lust auf Dublin. Und schönes Wetter. 20 Grad, nicht so warm wie bei euch in Deutschland. Was haben wir vorhin gehört? 36 Grad jetzt schon. Ja, selbst schön, das bleiben Sie dort. Ja. So, was steht heute an? Wir gucken uns die Stadt an, gehen dann zur Location, manche melden sich schon an. Aber der da wahrscheinlich noch nicht. Nein. Wie lange habt ihr gestern noch diskutiert? Ich habe es mal kurz aufgenommen, aber... 2:30 und dann nochmal eine Stunde nachhinein mit Rusty. Ja, nee, ich habe es aufgegeben, 12:30, ich musste ins Bett. Na gut, da kommt der Rest. Los Leute, frühstücken! Naja, fast. Ey Leute! Oh. Dann nicht. Das ist auch das Problem, wir haben für 8 Leute nur einen Schlüssel und wenn die Tür zu ist, ist sie zu. So ungefähr. Na gut. Jetzt sind wir hier im Irish Breakfast am Fastessen. Hier steht's da. Der Dave erzählt uns mal, was da alles so drauf ist. Was?
Leckere Eier, Rührei, Bacon, Bacon, noch mehr Bacon, verdammt leckere Bohnen und ein Würstchen, ja, zwei. Dazu noch Toast und ja, auch noch Toast mit Butter, kann ich fehlen. Und Tee mit Milch. Für dich. Oder bei Jens Kaffee. Oder Kaffee, was sonst? Außenseiter. Gut, da kommt mein Essen, ich mache hier mal aus. So, Freitag nach dem Frühstück, Stadtbesichtigung mit Team Family Force. Was haben wir alle schon gesehen? Schlösser, Kirchen. Solemn Warning. Haben wir auch schon gesehen. Und dann haben wir noch Judgment gesehen. Ja, als Statur von der Kirche. Scolding. Scolding. Das ist die gleiche Figur. Genau, und jetzt hat man gleich gerade mal Rast im Schatten gemacht, aber jetzt geht es gleich weiter, wenn Rusty, unser Tourguide, einen Plan hat, wo wir noch hinmachen. Und unser Tourbus. Und Peter, wie gefällt es dir so mit dem Team? Ziemlich gut. Ja? Du bist ja auch mehr oder weniger nur Gast wie ich heute. Ja. Und macht Spaß, ne? Ja. Gut. Gut, wir machen weiter. Ja, Starttour beendet. Bisschen Eis gegessen, viel angeguckt und Andenken mitgenommen. Schöne Stadt. Und jetzt habe ich mal hier noch was für euch. So, was sehen wir hier überall in der Stadt? So ein paar Statuen, ein bisschen was mit Pferden, ein bisschen was. Das ist halt das EU's Life. Guten Abend. Tag 2 ist für uns vorbei. Ich habe mich gerade vorangemeldet mit Inferno. Die anderen testen immer noch bis morgen. Müssen ja morgen halt anmelden. Jetzt sind wir von der Location wieder weg. Ich will diesmal gar nicht drinne filmen, weil sie ziemlich doll drauf aufpassen. Und man muss es ja nicht riskieren. Wir wollen jetzt nach Essen gehen hier in der Innenstadt. Mal gemütlich hinsetzen. Gestern bei der Pizzeria war es zwar auch lecker, aber da konnte man nicht an einen großen Tisch zusammen. Deswegen heute mal gemütlich. Und dann geht es morgen richtig los. Und ich berichte dann immer, wenn ich draußen irgendwie in der Rauchen gehe oder so, davon, wie es war. Hier beim Mexikaner. Christian, der Kämpfer. Ist dir zu heiß? Jetzt soweit? Und? Wird aber warm hier. Ja. War eine gute Idee mit dem Mexikaner. Ja, natürlich. Voll lecker. Ja. Wenn man zu viel hat mir auch gefallen. Für Freitagabend. Jetzt ist es ruhiger noch. Ja? Du planst schon wieder was Neues? Ich hab keinen Plan. Ja, Liel? Ein wenig. Ja. Nur ein wenig. Ja, mal gucken, ne? Basti ist müde. Ja, ganz Ob. Müde. Und morgen? 2-1? Morgen erstmal Deck bauen. Ja, okay. An der Stelle. Und dann zu 0 gehen. Okay. Ja. Nö, ich habe weiter auch nichts zu sagen. Mal gucken, wie es morgen weitergeht. Ne? Wer schon wieder? Na, erzähl mal morgen. Was? Wie viele Leute? Ich schätze so, ja, 600. 600, okay. Heute hat man 220 Voranmeldungen bis 19 Uhr. Habe ich erfahren. Und wie viele Junioren werden es morgen? Ich schätze 30. 30, okay. 40. 40? Ich schätze ca. 50 Junioren. Okay. Sind erwachsene Teilnehmer 500 bis 600 stark. Haben wir ein paar Zahlen. Und ich werde morgen weiter berichten, wie es läuft. Guten Morgen. Sonnenlacht, Jens. Aufstehen. Ich war halb sieben schon duschen. Das bin ich. Es ist 8:30 Uhr. Was ist los? Ja, ist gar nicht. Mach auf. Ja, ich habe noch 20 Minuten. Lass mich in Ruhe. Ich wünsche dir viel Erfolg heute, viel Spaß. Macht jetzt wirklich schon los? Ich mach jetzt los. Alleine? Ja, na, ich will mein Deck bauen. Hä? Und die sind alle nicht mal angezogen, Junge. Ich will jetzt los. Guten Morgen, YouTube. Endlich starten wir ins Turnier, Samstag früh, mit ein bisschen Verspätung. Die Jungs müssen sich noch anmelden. Ich habe das ja gestern Abend schon gemacht. Verspätung deswegen, weil unsere Planung mit der Aufteilung der Duschen geht dann so ein bisschen schiefgelaufen ist. Und dann hat Rusty jetzt den Schlüssel von unserer Unterkunft nicht gleich gefunden. So, haben sie jetzt 8:30. Aber Anmeldung ist ja bis um 10, das schaffen sie schon noch. Laufen jetzt so vielleicht 20 Minuten. Da seht ihr sie, die Bande. Max ist schon vorgegangen, ja, wollte noch irgendwie decken wollen. Jo. Ich berichte später.
unserer Sponsor. Hallo, wir machen gerade hier Video-Action. Piran macht Video-Action. Ah, so, on both channels, check out this channel. Complexity Card Gaming. Und so, jetzt muss ich mal auf Deutsch reden. Also, Runde 3 vorbei, 3-0. Erste Runde Settler Knight, leichtes Matchup. Zweite Runde Settler Knight. Der Schwede kam aber auch 4 Minuten zu spät. Das heißt, ich durfte mit 1-0 anfangen. Und jetzt dritte Runde habe ich gegen Clifford auch gewonnen. Von wirklich 40 Minuten, die wir durchgespielt haben. Mittlerweile haben wir auch unsere Willkommensgoodies bekommen, die Matte und die Hüllen. Die gab es am Anfang bei der Anmeldung noch nicht, weil der Zoll in Frankreich irgendwie die ganzen Utensilien also untersucht hat. Deswegen kam es erst heute an. So, Piran. Warte, ich dreh mal wieder um, damit ich das sehe. Jo. Du stehst? 3-0. Auch 3-0. Ja, dann sehen wir uns. Auch 3-0. Ja. Aber überraschend, Joshua nur zu 1. Echt? Hast du gehört? Ja. Joshua, ja, zu 1. Der hat gegen unseren Teammate verloren, ja. Gegen Christos Mourikis. Okay. Schon beide ein relativ ähnliches Bild. Ja, stimmt, mit den Griechen wollte ich mich auch mal unterhalten. Joshua war schon sauer, von wegen, ich werde in Zukunft nicht mehr meine Liste rausgeben. Ja. Ja. Na gut. Das sind halt die kleinen Dinge am Rande. Ansonsten, wir sind knappe 800 Spieler, 700 noch was. Ne? Spielen 8 Runden. Naja, Halbzeit ist gleich. Wie viele Runden spielen wir? Achte. Ach, sehr top. Genau. Spielen noch eine Runde und dann sind noch 4 Runden. Top Cut, 128. Der Runde. Ja, kriegst du hin. Hier schöne Luft, schön windig an der Liffey, hier den Fluss von Dublin. Ja, habe ich euch ja gestern schon gesagt, ich werde nicht viele Videos machen können, weil ich nicht rein möchte mit der Kamera. Die stehen halt an jeder Ecke. Und mal schauen, ich melde mich vielleicht so dann nach Runde 8. Bis dahin. Ja, Zwischenstand nach Runde 5. Bis Runde 3 habe ich ja euch schon informiert. Runde 4 hatte ich dann Deckcheck, durfte hinter zur Investigation. Da ich eine große 4er Deckbox habe und ich habe dem Judge gesagt, bevor er mein Deck genommen hat, auf der Seite ist das Deck, auf der anderen Seite sind noch andere Karten, die gehören nicht zum Deck, aber trotzdem durfte ich nach hinten, habe den Game Loss bekommen wegen den anderen Karten. War ein bisschen blöd, also sind halt die Regeln. Die Regeln habe ich nie gelesen, weil ich bin halt nur Casual-Spieler, ich bin kein Pro-Gamer, der da jede Policies auswendig kennt. Habe dann aber noch lustigerweise ein Warning bekommen, weil der antibagische Drift in Secretware gar nicht turnierlegal ist, weil der sich so rausbiegt irgendwie und erkennbar ist beim Mischen noch, keine Ahnung. Ich habe den nie irgendwie Start gehabt, deswegen verstehe ich es nicht, warum sie gerade das ansprechen. Hatte dann 10 Minuten Zeit, um Ersatz zu finden, Common oder Rare Version. Ich zum Store, die hatten aber auch nur Secretwares. Nach 10 Minuten noch nichts gefunden, bin ich wieder an meinem Platz, habe gesagt, hab nichts, was kann ich machen? Dann hieß es, ja, du kannst jetzt eine Side-Deck-Karte ins Main-Deck packen, weil ich den Duft im Main hatte. Der Duft geht raus und dafür die Side-Deck-Karte rein. Und dann spielst du bis zum Ende des Turniers nur noch mit 14 Side-Deck-Karten. Ja, gut. Hab dann lustigerweise in der vierten Runde 1-1 gestartet, weil mein Gegner auch ein Lost bekommen hat, weil er zwei markierte Maxis angeblich hatte. Keine Ahnung, ob das stimmt oder ist mir auch egal. Wir starten mit 1-1, Würfelwurf darf entscheiden, wer anfängt, aber wir durften nicht bohren. So, und dann haben wir halt das dritte Spiel gemacht, ich durfte anfangen, er Necro-Spieler, ich Infernoid, hatte dann den Kammenduft-Start und habe dadurch das Spiel mehr oder weniger verlangsamt und gewonnen. Ja, stand ich 4-0, war ich übelst happy, weil das war so mein Turnierergebnis, was ich haben wollte, dass ich ein 4-4 am Ende schaffe. Ich total entspannt in Runde 5, Spiel gegen Klee. Erste Runde hatte er halt mehr als ich, zweite Runde freue ich mich über MST-Start, fange an, sette den, mehr konnte ich nicht machen, er scout, ich so haha MST und er kommt mit dem zweiten Scout und konnte auspacken, ja, ist halt das Spiel. So, jetzt haben wir noch 3 Runden vor uns, irgendwie habe ich gerade Motivation bekommen, Tag 2 in Angriff zu nehmen und deswegen heißt es jetzt noch 2 aus 3 gewinnen. Wünscht mir viel Glück, ich melde mich dann demnächst wieder. Wir sind auf dem Rückweg, das sind Sieting und Dave. Dave ist Tag 2 mit 2-1 zu Draw. Ich bin Tag 2 mit 7-1, ein Sieg und ich bin morgen Tops. Aber ich werde dich verkacken morgen zweimal, wenn ich euch gerade so glücklich bin. Ich weiß. Sie Ting hat getroppt. Ja, die Daten haben auch alle getroppt. Aber Jens ist halt ganz. Jens ist halt ganz gut gegangen. Für Jens Verhältnisse. Ja. Bestes Opening. Der hat den Max gemacht vom letzten Mal, wo ich letzte EM 4-0 gestartet habe und dann einfach 4-4 gegangen bin. Na gut. Nee, er ist sogar 5-3 gegangen. Ja. Dafür, dass er gar nicht spielt und einfach einmal gewonnen hat, weil sein Gegner Game 1 nicht aufgetaucht ist und einmal mit 1-1 starten musste, weil beide Game Loss bekommen haben.
Na gut, auf jeden Fall. Wir sind jetzt auf dem Heimweg. Wir wollen jetzt noch fix was trinken holen für morgen. Und dann essen wir was.